So, Robert, heute letztes Spiel der Saison. Ja. Was sagst du? Dass wir hier bin. Wir sind so toll, so. Wir sind so toll. So. Schweigen. Marco, letztes Spiel heute. Wie viele Tore machst du? Ich bin erkältet, vielleicht gar keins heute. Hast du hier heute mal ein bisschen... Wollt mal mit anstrengen? Mit anstrengen? Ja, gib mir Mühe. Steht's mir mal. Danny, was ist bei dir das? Ich spiel sowieso nicht. So, heute zu null, ja? Ja, hoffen wir doch mal. Dani, ein bisschen Platz von mir lassen, bitte nicht meine Bälle wegnehmen. Was? Wieso? Tobi, heute eins mehr in der Halbzeit, dann ist es nett. Greg, heute auch ein Tor, mit links wieder. Okay. Marco, woran hat er gelegen? Ja,
Hast du mitgespielt? Der beste Mann war draußen und es hat trotzdem für einen Sieg gereicht. Ja, es hatte seine Gründe. Ich habe von draußen die Mannschaft unterstützt, angefeuert. Was war los? War der Druck zu groß beim 3-2 noch eingerichtet? Nein, meine Erkältung war einfach. Ich wollte einfach kein Risiko eingehen. Ihr habt es ja auch ohne mich geschafft. Wunderbar sogar. Also die komplette Mannschaftsleistung ist gigantisch. Wirklich gigantisch. Also, man kann sagen, kämpferisch, das beste Spiel. Ja, gut nach Hause. Ja, schön. Ja. Danke. Aber habt ihr auch noch gute Rückrunde gespielt, ey? Ja. Von Jans und Jans. Ja. Ciao, ja, läuft ja. Ja. Beste Leistung, gerade kämpferisch in dieser Saison. Also man hat jetzt auch wirklich gesehen, man kann gegen starken Gegner mithalten und auch gewinnen. Ja, also ich bin total stolz auf unsere Mannschaft, stolz auf jeden Einzelnen. Auch auf die Spieler, die dann gesagt haben, sie möchten nicht mehr eingewechselt werden, um den Sieg nicht zu gefährden. Also Lob an die komplette Mannschaft. Wir sind einfach eine geile Truppe. Leider vermisse ich immer noch Marcel. Der auch heute leider nicht anwesend sein konnte. Was war mit Till? Was ist da los? Hausbau. Ah ja. Hausbau. Hausbau. Gut, danke Marco. Ja, gerne. Oder war ja nicht nötig, wa? Du musst ja viel nach hinten ackern. Guck mal, wenn das Abseits von hier wird, der steht 4-1, dann kommen wir ja nicht mehr in die Folge. Ja, stimmt. Naja. In der zweiten Halbzeit hat die Abwehr das Spiel dann gewonnen. Die stand dann sicher. So, Trainer, dritter Platz. Nee, Quatsch. Gegen den dritten gewonnen heute, war das okay? Von der Leistung her? Okay, ja, wie gesagt, wir hatten ja das erste Spiel ja auch mindestens unentschieden spielen müssen. Wir waren ja da auch. Aber es war ja eine geschlossene Mannschaftsleistung, oder? Basti, was war los? I'm very fertig. Torischer? Soll ich die Situation erklären? Ja. Es kam ein energischer Ruf, ja, Rückpass. Und dementsprechend, ja, wollte ich mal uneigennützig den Ball auch abspielen, mal was zurückgeben. Ja. Ich hab's dir gesagt. Genau, ich hab vorher gesagt, das war ein Bild.